so, liebe Leute, ich mache euch heute nochmal einen Deck-Tag. Der Blackie hatte mich gefragt, ob ich diesmal eins zu Krixis Control machen kann. Krixis Control, wie der Name halt schon sagt, Name ist Programm, ein blau-schwarz-rotes Control-Deck, was die Kontrolle fährt, indem es halt Handkarten, Feld und über Counterspell halt auch die Spells kontrolliert. Bis auf die Länder greift es quasi alles an, was man so angreifen kann mit einem Control-Deck. Hier, wie ich es jetzt vorstelle, in einer relativ standesgemäßen Konstellation, wie man es eigentlich so lange Zeit gesehen hat. Manchmal sieht man Abwandlungen, aber da kam ich später noch drauf. Fangen wir mal ganz klassisch an mit der Landbasis. Da haben wir erstmal zwei Volcanic Island. Dual Land, was eigentlich jeder kennen müsste, kann man tappen, um ein blaues oder ein rotes Mana zu kriegen. Und ist sowohl Insel als auch Mountain. Dann kommt das blau-schwarze Pendant dazu. Zweimal ein Underground Sea. Ist halt ein Sumpf und eine Insel, die ein schwarzes oder ein blaues macht. So, die Duels werden dann noch abgerundet mit einem Badlands. Da hat man einfach quasi die drei Farben einmal komplett abdecken kann, rundherum. Gilt als Sumpf und als Mountain und macht halt schwarzes oder rotes Mana. Das sind jetzt die Dual Lands. Dazu kommen dann noch jeweils zwei Inseln, zwei Swamps und ein Mountain. Die Landbasis an sich, man kann noch ein Duel mehr spielen, dann spielt man zum Beispiel den Mountain nicht. Aber das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie die Deckfarbe aufgebaut ist. Wenn man mehr Rot drin hat, kann man zum Beispiel ein Volcanic mehr spielen. Man kann auch mal zwei Badlands spielen. Kommt halt auch immer drauf an, wie die Liste ein bisschen aufgebaut wird. Dann kommen wir zu den Fetchlands. Dann haben wir hier einmal vier Scalding Tarn, vier Polluted Delta und zwei Bloodstained Mire. Im Endeffekt genauso aufgebaut wie die Dual Lands. Halt einfach, dass man mit jedem Fetchland jedes Dual Land kriegen kann. Bei den Basic Lands muss man halt ein bisschen aufpassen. Was man hier halt gut sehen kann, 20 Länder in Summe. Und die Anzahl an Basics sind halt zum Beispiel für ein dreifarbiges Deck eigentlich sehr hoch, wenn man es mit Delver vergleicht, wo man gar keine Basics drin sieht. Aber dafür halt Wastelands, das macht hier halt den Unterschied von jetzt quasi zum dem Makro-Deck Delver zum Krixis Control. Kommen wir des Weiteren zu den Spells. Bei den Spells haben wir einmal den Klassiker 4 Brainstorms. Brainstorm sollte jeder kennen. Zieht drei Karten und dann legt man zwei wieder oben drauf für ein blaues. Das kleinere Pendant davon auch viermal drin, das ist Ponder. Da guckt man sich die obersten drei Karten an, kann die in beliebiger Reihenfolge zurücklegen oder shuffeln und zieht eine Karte. Auch für ein blaues Mana. Das sind so alles an Cantrips, was das Deck jetzt so großartig besitzt. Wie eben schon gesagt wurde, Kontrolle in dem Deck halt auch über Counter Magic. Und da ist halt auch der Klassiker viermal vertreten, viermal Force of Will. Fünf Mana kann man auch spielen, indem man eine blaue Karte pitcht und ein Leben zahlt und einen Spell countern. Der neuere Bruder von Force of Will ist da auch drin vertreten. Einmal das Force of Negation. Für drei Mana kann man dann halt einen Non-Creature Spell countern. Und der wird dann exiled, anstatt in den Friedhof gelegt zu werden. Und im Gegnerzug kann man den spielen, indem man eine blaue Karte pitcht, ohne die Mana-Kosten zu spielen. Eine Mischung aus Removal und Counter ist dann Drown in the Loch. Für ein schwarzes und ein blaues ein Instant. Und man kann eins auswählen. Entweder countert man einen Spell mit Converted Mana Cost equal or less der Anzahl an Graveyard-Karten von dem Besitzer. Oder man zerstört eine Kreatur mit Converted Mana Cost gleich oder weniger der Anzahl an Karten in dessen Controllers Graveyard. Wo wir schon bei den Removals sind, haben wir zweimal den Fatal Push mit dabei. Halt einfach für ein schwarzes Instant. Man zerstört eine Kreatur mit Converted Mana Cost 2 oder weniger. Und bei Revolt mit 4 oder weniger. Dann kommt der Klassiker unter den Removals. Der Lightning Bolt, der hier halt tatsächlich auch einfach ein Removal ist, also als ein Mana 3 Schaden Removal. Dazu kommt dann noch ein Lilianas Triumph, der ist instant für ein schwarzes und ein farbloses, opfert jeder Opponent, ist sehr, sehr wichtig hierbei, also jeder Gegner ungezielt. Eine Kreatur, und, wenn man halt einen Liliana Planeswalker kontrolliert, discardet jeder Gegner auch noch eine Karte. Also auch noch quasi Discard mit dabei, wenn man eine Lily legen hat. Was auch zum Discard-Removal zählt, ist dann der K-Command oder Kolakans-Command. Für ein rotes, ein schwarzes, ein farbloses, ein Instant. Hat vier Modi, man darf zwei wählen. Man nimmt eine Kreaturenkarte vom Friedhof auf die Hand zurück. Ein Spieler discardet eine Karte, man kann Artefakt zerstören. Und der kann halt noch zwei Schaden schießen an any Target. Stärke bei dem Spell halt einfach Diversibilität.
mit dem, dass man zwei auswählen kann, gerade mit den Kreaturen, die noch darin drin sind, die man ja gleich sieht, komme ich noch darauf zurück. Der Spell kann halt wirklich eine Menge in dem Deck und sorgt auch dafür, dass Death in Texas hiergegen eine Zeit lang ziemlich gekotzt hat. Wo wir schon bei Discard waren, was ist besser als ein Discard? Mehr Discard? Der Klassiker Fortzis für ein schwarzes, ist eine Sorcery, revealed ein Spieler seine Hand, man nimmt ein Nichtland permanentes und discardet die und verliert zwei Leben. Zweimal den ganzen Spaß. Wenn wir schon bei Discard sind, kann man auch direkt den eigentlich besten Discard reinnehmen. Drei Hymn to Tuurog. Zwei schwarze, ein Spieler wirft zwei random Handkarten ab. Eigentlich so der beste Payoff aus 1 macht 2. Und ja, hier dann einfach dreimal vertreten. Und weil man nicht mehr ohne aus dem Haus gehen kann, dank Uru de Huru, ein Cling to Dust noch main. Cling to Dust, ein schwarzes, ein Instant. Du exilst eine Karte von einem Friedhof. Wenn es eine Kreaturenkarte war, kriegst du mal drei Leben. Ansonsten zieht man eine Karte. Und mit Escape für ein schwarzes, drei farblose. Und man muss fünf andere Karten aus dem Friedhof exilen. Escape-Kosten ziemlich hoch, ist aber machbar. Halt einfach, um so Sachen halt wie Uro loszuwerden, um, wenn man einen Reanimator trifft, mal vielleicht noch was machen zu können. Und da halt einfach, um die Karte durchzucyclen, wenn man gerade eine Nicht-Kreaturenkarte zielen kann, einfach um eine Karte zu ziehen. Gut. Das waren soweit die Spells. Kommen wir bei dem ganzen Spaß zu den Kreaturen. Es sind hier drin zugegeben nicht viele, aber alle haben irgendeinen Zweck. Da haben wir einmal viermal die Baleful Strix. Es ist für ein schwarzes und blaues ein Artefakt-Creature Bird. 1-1, fliegend Death Touch. Und wenn die ins Spielfeld kommt, zieht die eine Karte. Ja, ist eigentlich eine sehr, sehr basile Karte. Es ist ein Force Pitch. Es ist irgendwie auch ein Removal durch Death Touch. Eine Threat auch, aber halt eine sehr, sehr langsame Clock. Die ersetzt sich selber eine sehr, sehr schöne Karte und ja, ich mag sie. So, dann haben wir dreimal Snapcaster Mage für ein blaues und ein farbloses mit Flash, ein 2-1 Human Wizard. Wenn der ins Spielfeld kommt, hat er ein ETB, das ein Instant oder Sorcery in deinem Friedhof Flashback bekommt, wobei Flashback die Converted Mana Costs sind. Bedeutet zum Beispiel, wenn man es ein bisschen daran zurückerinnert, man kann nochmal ein Fortis wieder spielen, man kann nochmal einen Push oder einen Bolt wieder spielen oder halt wie schon angekündigt den K-Command zum Beispiel. Dann kann man einfach hergehen und kann sagen, Snapcaster Mage gespielt auf irgendwas, der ist schon weg, liegt im Friedhof. Man nimmt einfach den K-Command, spielt den, nimmt den Snappy auf die Hand, lässt zum Beispiel was discarden in der Upkeep. Wenn man gerade schon den Lock mehr oder weniger drin hat und der Gegner wenig Handkarten hat, kann quasi die Runde drauf mit einem Snapcaster, wenn man die 5 Mana dann hat, einfach den K-Command nochmal spielen. Ein sehr, sehr guter Zirkel in dem Deck, braucht zwar 5 Mana, aber ist es immer wert. Und mit der 2 vorne sogar eine doppelt so schnelle Clock wie die Baleful Strix. Wo wir bei Clocks sind. Gömmergängler. Für ein schwarzes und 6 farblose, ein 5-5 Zombiefisch mit Delph. Viel mehr kann der auch. Ist im Endeffekt einfach nur ein Beater, der hier drin ist, einfach damit man irgendeine Art von Clock hat. Alternativen zu solchen Beatern, zum Beispiel wie den Grimmark-Angler, wären dann zum Beispiel, was ich schon gespielt habe, ist ein Kroxan. Titan of Death's Hunger ist für ein schwarzes und ein rotes. Ein 6-6 Elder Giant ist halt Legendary, ist manchmal ein Problem. Wenn der ist wie bei Uro, den man ja kennt, wenn der ins Battlefield kommt und nicht per Escape gespielt wurde, muss man den opfern. Und wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, muss jeder Gegner eine Karte discarden. Und wenn es ein Land war oder er keine Karte discarden kann, kriegt er dabei noch 3 Damage. Bedeutet, das ist auch hier etwas scheiße geschrieben, da kann man sich den Errater angucken, da steht es nämlich auch viel kürzer drin. Es ist halt zusätzlich noch, zudem, dass ein Threat ist, noch ein Discarder. Mit Escape für 2 schwarze, 2 rote und 5 Karten aus dem Friedhof exilen, das ist halt schon manchmal ein Problem, weil die 2 roten will man eigentlich nicht so schnell fetchen, dass man den theoretisch schon Turn 4 wieder recasten kann. Aber immer noch ein sehr, sehr guter Beater, den man halt reinnehmen kann. Und noch ein anderer guter Beater, den man reinnehmen kann, ist halt einfach der Klassiker der True Name Nemesis. 2 blaue, ein farbloses, 3-1er Mehrfolg, der beim ETB Schutz vor einem Spieler kriegt. Das wären jetzt zum Beispiel so 2 Maybes. Aber das ist jetzt zum Beispiel von der Deckliste der Core, der drin ist. Von den Spells und den Kreaturen kommen wir jetzt einfach mal zu den Planeswalkers. Da sind hier 4 Stück an der Zahl drin. Zum einen Liliana Last Hope. Ist halt tatsächlich einfach ein sehr, sehr guter Kontroll-Planeswalker. Für 3 Mana, 2 schwarze davon. Damit kommt die mit 3 Marken ins Spiel. Plus 1, ein Kreatur kriegt minus 2, minus 1 bis zu meinem nächsten Zug. Das heißt, im Gegnerzug ist die auch immer noch gebufft. Und mit dem minus 2 mildt man die obersten 2 Karten.
Und man kann dann eine Kreatur vom Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Wäre zum Beispiel ein Snappy oder so dabei oder noch eine Baleful Strix, einfach nur, um überhaupt nochmal ein Reload-Potenzial für Kreaturen zu haben. Und die Ulti ist eigentlich so das Ding an der Karte. Für minus 7 kriegst du ein Emblem und in der Endstep bekommst du x 2-2 Zombie-Creature-Tokens, wobei x 2 plus die Anzahl an Zombies ist, die du kontrollierst. Wenn man zum Beispiel einen Grimmarlinger schon liegen hätte, würde man beim ersten Mal 3 bekommen, aber dann bekommt man halt beim ersten Mal einfach nur 2, dann bekommt man 4 und das skaliert ganz schön hoch. Also es ist eine sehr, sehr schöne schwarze Lady. Dann haben wir noch Narset. Narset ist auch ein 3-Mana-Planeswalker für 2 blaue und ein farbloses mit 5 Fidelity. Die hat den Static-Effekt, dass Gegner nicht mehr als eine Handkarte pro Zug ziehen können, was auch sehr, sehr stark ist. Und für minus 2 nimmt man die obersten 4 Karten, sucht nach einer Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte, nimmt die auf die Hand und der Rest wird random unten drunter gelegt. Ist halt auch ein sehr, sehr schöner Planeswalker, um sich nochmal Removal rauszusuchen. Der einzige Schade ist halt, man findet halt keine Kreatur, aber bei der Static Ability kann man das echt verkraften. Ja, und dann kommt noch der Klassiker, ein Kontroll-Planeswalker, einfach zweimal Jace the Mind Sculptor, 4-Mana-Planeswalker mit 2 blauen, kommt mit 3 Marken rein, plus 2, guckst dir die oberste Karte von einem Spieler und kannst die entweder drunter legen oder drauf belassen, also das sogenannte Fate Seed. Der Nuller ist ein basically einfach nur ein Brainstorm. Minus 1 bringt man eine Kreatur auf die Hand zurück. Der minus 12 ist quasi so auch der Effekt, womit man Spiele gewinnen kann. Wenn man den erreicht, dann exalt man halt einfach mal alle Karten aus der Library von einem Spieler. Die Hand wird geschuffelt und als Library hingelegt. Und ja, dann gehen die meisten halt relativ schnell Deck out. Das sind so die 4 Planeswalker, die jetzt in der Liste drin sind. Da gäbe es auch noch wieder mal so ein paar Karten, die man einfach spielen könnte, wenn man Lust hat. Einmal ein bisschen aggressiver zu sein auch, sind die Royal Skynes ziemlich schön. Die habe ich auch schon gespielt. Für ein rotes, ein blaues, ein farbloses, ein 5-Marken-Planeswalker. Für den +1er zieht man eine Karte und wirft dann eine ab. Ein weiterer +1, eine Kreatur bekommt +2, +0. Erstschlag und Trampel bis zum Ende des Zuges. Und -8, man zieht 4 Karten. Und dann fügen die Royal Skynes einem Any-Target Schaden zu in Höhe deiner Handkarten. Zieht halt auch Karten und macht Schaden. Die beiden Plus-Effekte sind auch echt nicht schlecht. Ein anderer Planeswalker, den man auch öfters mal sieht, ist eigentlich die weltbeste Lilly. 3 Mana einfach, 2 schwarze und farbloses, 3 Marken, +1, jeder Spieler wirft eine Handkarte ab, -2, jeder Spieler opfert eine Kreatur und -6, man macht aus den ganzen Permanenten von einem Spieler einen Pile, der darf dann aussuchen, welcher man behalten darf und welcher man opfern muss. Ist eine sehr, sehr schicke Lady. Ich mag dich. Und dann einer von den neueren Planeswalkern noch, den ich schon probiert habe und eigentlich auch für gut befunden habe, Teferi, Master of Time. Ist ein 4-Mana-Planeswalker, 2 blaue, 2 farblose, 3 Marken. Du kannst die Abilities von ihm immer dann auslösen, wenn du auch eine Instant spielen könntest. Das heißt auch im Gegnerzug. So, und er hat halt auch diesen +1 Draw Card, Discard a Card Effekt. Das heißt halt, bis zu deinem Zug hast man das zweimal gemacht. -3, ein Creature Phased Out, die ich nicht kontrolliere. Und das auch bis zum nächsten Versorgungssegment. Das nimmt halt auch mal ganz schnell gerade einen dicken Beater einfach raus. Und der -10-Effekt ist halt einfach, man bekommt 2 extra Züge nach dem. Was bei der Karte sehr, sehr schön ist, man kann den so stacken mit den Plus-Effekten und dem -10, dass der mit einer Marke liegen bleibt. Das heißt, man hat den in den Extra-Turns, hat man den noch, habe ich schon benutzt, ist sehr, sehr schön. Gut, aber wie gesagt, hier nehmt in der Liste einfach die 4 drin. Das waren jetzt zum Beispiel 3 Optionen. Soweit zu den Planeswalker. Und dann als allerletztes kommen wir noch zu den Sideboard-Karten. Die Sideboard-Karten fangen dann einfach damit an, wovon man nie genug haben kann. Counter Magic hat man schon Mainboard gesehen. Force of Negation haben wir hier einfach noch einmal im Sideboard. Einfach um zum Beispiel das Drown in ein Loch mal rauszunehmen oder wenn man halt irgendwie mehr Non-Creature-Spells countern will, ist der eigentlich eine ziemlich solide Option. Dann haben wir noch Flusterstorm drin, einfach so der Counter gegen Stormdecks. Für ein blaues wird ein Instant oder Sorcery gecountert, wenn der Herrscher nicht ein farbloses bezahlt, mit Storm. Klassiker, den man eigentlich kennen sollte. Dann haben wir 2 Pyroblasts im Sideboard, einfach nur um eine blaue Permanente zu zerstören oder einen blauen Spell zu countern für ein rotes. Und den Router davon, den Red Elemental Blast. Von den Counter Magic aus kommen wir zum Graveyard Hate. Das, was man hier drin am meisten sieht an Graveyard Hate, ist die Nihil Spellbomb für ein farbloses, ein Artefakt. Man kann da tappen und opfern und exilt alle Karten von einem Spieler seinem Graveyard. Und wenn die
vom Spielfeld auf den Friedhof geht, kann man schwarzes zahlen und noch eine Karte ziehen. Bedeutet halt bei der auch, dass man eine Karte ziehen darf, selbst wenn die nur zerstört wird, zum Beispiel durch eine Decay oder so. Ja, die ersetzt sich halt einfach selber. Und dann halt noch zwei Surgical Extraction im Sideboard, einfach nur um fast irgendwelche Sachen aus dem Graveyard rausnehmen zu können. Fünf schwarzes Phyrexian-Mana, holt man einfach eine Karte aus dem Graveyard und exile die und macht dasselbe mit den Kopien in Hand und Library. Kommen wir zu dem, wovon wir eben noch nicht genug hatten. Removal. Argrath Rampage ist so eine der neueren Karten, die halt auch wieder sehr, sehr viele Modi hat. Drei an der Zahl, für ein rotes und ein schwarzes, eine Sorcery. Ein Spieler opfert eine Artefakt, ein Spieler opfert eine Kreatur. Der Spieler opfert einen Planeswalker und dann halt eins davon. Das kann zum Beispiel auch einfach ersetzt werden durch ein Eliminate, aber das zum Beispiel ist eine Option, mit der man halt auch Artefakte los wird. Womit mal ganz, ganz neu auch Enchantments endlich in Schwarz los wird, was ganz, ganz lange ein ganz, ganz großes Problem war, ich als alter Pock-Spieler weiß davon zu reden, ist Feed the Swarm. Feed the Swarm ist eine Sorcery für ein schwarzes und ein farbloses. Man zerstört eine Kreatur oder ein Enchantment von einem Gegner und man verliert halt Leben in Höhe der CMC von der Karte. Aber man kriegt den schwarzen Enchantments los. Dann nochmal zu einem Klassiker der Removal-Riege, den Toxic Deluge. 3 Mana, ein schwarzes, 2 farblose, Sorcery, man muss x Leben bezahlen und alle Kreaturen bekommen minus x minus x. Da wirkst maximal an Snow-Permanenten 5 Basics spielen könnten, ist das halt quasi unsere Version von Dead of Winter, was zum Beispiel die ganzen Okulisten spielen, weil sie noch die Astrolab drin spielen. Und wo wir schon bei Removal noch sind und den Klassikern, Plague Engineer mittlerweile überall eigentlich drin, gibt es auch manchmal einmal Main und einmal oder zweimal Side. Einfach ein 3-Mana Carrier, der 2-2 ist und Death Touch hat. Und ja, einem Kreaturentyp halt einfach mal vom Gegner, natürlich nur vom Gegner, alles andere wäre ja unfair, minus 1, minus 1 gibt. Ich habe gehört, Elfen mögen den ganz gut. Dann, um einfach mal ein paar Planeswalker oder irgendwelche ekligen Effekte abzuschalten, Piffing Needle, auch ein Klassiker für ein farbloses. Nennt man eine Karte, wenn die ins Spiel kommt und alles außer Mana-Abilities können nicht mehr benutzt werden. Und wenn man ja Basic spielt, kann man auch ein Blood Moon spielen. Einfach nur, weil der Gegner manchmal dann auch einfach Spaß hat, wenn er nur noch Mountains hat. Ha, schönes Gefühl. Das waren soweit unsere Sideboard-Karten. Jetzt würde ich gerne noch was auf was eingehen, was das Deck halt auch kann. Das Deck kann ein bisschen variieren in der Art und Weise, wie man es spielt. Nicht nur jetzt in der Form, ob man jetzt zum Beispiel mehr Counter-Magic spielt, dafür so gut wie keine Discarder, wie es jetzt als Veil of Summer so dominant war, gemacht wurde. Sondern man kann auch halt einfach ein bisschen variieren, indem man die Creature-Base ein bisschen anpasst. Und eine Art davon ist zum Beispiel, man nimmt eine Cable Therapy rein, 4-mal und 3-4 Young Pyromancer. Halt Karten, die sich sehr, sehr gut ergänzen. Die Cable Therapy, für ein schwarzes sagt man eine Nichtlandkarte an und der Gegner oder der Spieler, der getargetet wird, sollte meistens der Gegner sein, zeigt die Hand vor und man discardet alle Karten mit dem Namen mit Flashback Sacrifice a Creature und dem Young Pyromancer ist halt der Klassiker für 2 Mana, 2 Einser, der bei Instant oder Sorcery Casten 1-1er Elemental kreiert. Und die beiden agieren sehr, sehr gut. Gerade mit, wenn man in der Liste auch noch einen Teferi Time Raveler drin spielt und so ein bisschen was anpasst, ist das eine sehr, sehr stark auf Discard basierende Liste, die aber auch sehr, sehr aggressiv werden kann, weil der Pyro ganz, ganz schnell durch Brainstorm Ponder Action, ein bisschen Removal noch, fast schon wie in einem Delver-Deck, der den spielt, so 5 Token kreieren kann und dann halt auch wirklich eine Clock darstellt. Das ist schon mal eine Variante. Eine andere Variante, wie man das Deck spielen kann, wie ich sie neulich ausprobiert habe, die sehr, sehr stark ist, ist durch eine neue Karte, die rausgekommen ist. Das ist der Seagate Stormcaller. Für ein blaues und ein farbloses ein 2-1er mit Kicker, 4 farblose und blaues. Wenn der ins Spielfeld kommt, kopiert er die nächste Instance oder Sorcery mit Converted Mana Cost 2 oder weniger. Wenn der gekickert wurde, macht er das nochmal. So, man darf halt neue Targets wählen, wie das immer so ist. Und der ist ein wunderschönes Matchup mit dem Dreadhold Arcanist. Für ein rotes und ein farbloses, ein 1-3er mit Trample, Zombie Wizard. Und wenn der angreift, kennt man, sollte man kennen, wenn der angreift, kann der eine Instant oder Sorcery aus dem Friedhof spielen, die
Converted Mana Cost gleich oder weniger seiner Stärke haben. Mit Brainstorm Ponder, wenn man da mit reinnehmen will, Cable Therapy und so weiter, passiert da eine Menge Zeug und gerade wenn der Stormcaller kommt, noch eine zusätzliche Copy davon, dann macht man aus einer Hymn to Turak auf einmal zwei oder das Fortis wird aus dem Friedhof nochmal gerecastet und wird kopiert. Bolt macht auf einmal mit dem Arcanisten auf dem Board 9 Schaden anstatt nur 3 oder 6. Macht das Deck sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr potent. Ist eine Liste, die ich jetzt ein paar Mal gespielt habe. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ist auch, finde ich, sehr, sehr stark. Fast schon stärker als die quasi Basisvariante, die ein bisschen so das Schweizer Taschenmesser unter den Decklisten ist von den dreien, die ich jetzt vorgestellt habe. Sind halt zwei Karten, die sich sehr, sehr gut ergänzen und in dem Deck halt auch einfach sehr, sehr gut agieren. Das wäre jetzt soweit das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Und ja, diesmal gab es keine Tokens für MTG zu sehen. Warte, Blacky wird mit Sicherheit unten in den Kommentaren noch den Link dazu posten. Dann schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.